Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Fable. In der letzten Folge. Oh, hier können wir die Bücher zur Angucken nehmen. In der letzten Folge wurde unser Dorf abgeschlachtet und wir sind in eine Heldenakademie gekommen. Ja, passiert ja jedem so. Man kann aus den Büchern jeden viel zweiten lernen. Tag oder so. Cool. Lesen wir vielleicht irgendwann mal. Vielleicht. Jetzt nehmen wir einfach erstmal alles mit, was wir finden können. Die Ausrüstung sieht auch eigentlich ziemlich geil aus. Also allgemein finde ich die Rüstung hier und so die Ausrüstung ziemlich gut gemacht. Jetzt nehmen wir erstmal die ganzen Bücher mit. Vielleicht können wir ein bisschen später, wenn wir größer sind, nochmal die Bücher hier mitnehmen. Dann haben wir Geld gespart bzw. verdient. Ja, ganz interessant und so. Zwillingskling ist, glaube ich, auch der Räuber, der uns übrigens überfallen hat. Kann ich mich aber auch irren. Mal sehen. Haben wir es jetzt? Ja. Gut, dann... Also, was zählt das jetzt? Das sind die Orte, wo wir schon waren. Und was wir da machen können. Aber die Main Quest erfordert erstmal, dass wir hier sind und ein bisschen größer werden. So. Was ist das hier? Das ist der Gildeladen. Wenn ihr älter seid, könnt ihr hier einkaufen. Sind aus... Ach, genau das. Alles klar, du kleine Sprotte? Ach, meine Güte. Ja, man kann auch lustige Sachen mit den Aktionssachen machen. So, hier ist draußen, da wollen wir auch noch nicht hin. Mal sehen, was ist denn alles? Das ist wundervoll. Hat er... Idiot. Darf ich euch etwas zeigen? Ja, ich zeig dir gleich was. Ey. So, was ist... Die Ausdrucksmittel könnten wir wirklich mal... ein bisschen... Wie ging das? Ja, vielleicht sollte ich mal mich informieren, bevor ich was spiele. Wie ging der Scheiß mit den Ausdrucksmitteln? Darf ich euch etwas zeigen? Wie ging das? Wie hat man die geöffnet? Egal. Werde ich mir irgendwann mal angucken. Wäre halt interessant gewesen, weil es als Kind irgendwie sich anders anhört als als Erwachsener. Was tust du denn da, Bursche? Ah ja, das sagt sie zu so einem... Ja. In diesem Speisesaal werden die Hauptmahlzeiten serviert. Der Nahkampfring ist draußen, jenseits der Brücke. Ja, und hier auch gleich der Wirt. Sehr, sehr einladendes Gasthaus, beziehungsweise integrierte Wirtsstube. Können wir mit dem reden? Wer ist denn dein Vater? Sehr nett. Was ah, sagst du? Die Gilde. Geburtsstätte von Helden. Ja, deswegen heißt sie auch Heldengilde, du Held. Können wir es zerschlagen? Nein. Ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen jetzt mal wirklich mit dem Training an und suchen jetzt mal den Gildenmeister. Der Gildenmeister ist da. Ja, hier seht ihr schon, was man so an verschiedenen Sachen, Fernkampf, Nahkampf, dahin ist Magie, machen kann. Wie ich sehe, konntet ihr euch von eurem Kissen trennen. Hierher, Freundchen. Also kommt, lasst mal sehen, was... Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ja. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Gut, das haben wir schon mal gehabt. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht wie denn es ohne damit. Waffe? Wow, ein Stock. Episch. Wie zieht man den Stock? Cool. Ja, schon besser. Und die Attrappe ist weg. Ah, so ist es schon besser. Und sie hat Erfahrung fallen lassen. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen.
Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Ja, anstatt sich irgendwas tausendmal durchzulesen, hebt man lieber leuchtende grüne Kugeln auf. Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Ja, schickt die Idioten, reden wir über den Beginn eures Trainings. Die jüngsten Schüler einfach mal hin, okay. Unser erster wirklicher Quest. Tötet die Käfer, blablabla. Bekanntheitsbelohnung, cool. Könnt ihr ja jeder einzeln helfen, ja. Ja. Also, auf in den Wald. Ein paar Käfer kloppen. Hier finden wir einen Apfel. Das wusste ich sogar noch. Aber scheinbar weiß ich nicht mehr, wo es zum Wald geht. So, der Gildenmeister geht schon mal hin. Kann man die Äpfel eigentlich... Ich glaube, die waren für irgendeinen Quest gut oder so. Wir sammeln sie jetzt einfach schon mal ein. Und gucken mal... Gelten die für uns wenigstens als Gegenstände? Ja, tun sie. Und wir haben ja, unsere Nahkampfwaffe. So. Müssen wir mal mit dir reden. Allen Käfern. Ihr könnt kein Heldentraining ab... Ja. Fragt sich nur, wie groß die Käfer sein werden, denn in RPGs weiß man ja, wie groß Käfer sind. So, da oben die Anzeige 10 Käfer müssen wir kaputt kloppen mit unserem tollen Stock. Ja, wo sind die Viecher? Ah, da, auf der Karte die roten Punkte und das sind Käfer. Ja, ein Schlag und tot. Also jetzt nicht so. Das Problem, da oben sehen wir unseren Kampfmultiplikator. Gibt es, glaube ich, mehr Erfahrung, vielleicht sogar mehr Schaden, bin ich mir noch unsicher. Werde ich mir dann alles nochmal durchlesen. Wo ist das Dämmchen? Da. So. Es wäre peinlich, wenn wir Leben verlieren würden im Kampf gegen Käfer, deswegen tun wir das auch einfach nicht. Oh, Quest abgeschlossen, cool. 20 Gold kriegen wir, extra Gold nichts. Bekanntheit, extra Bekanntheit, Erfahrung. Ja, cool. Gut gemacht, Junge. Die Käfer sind alle tot. Ihr könnt den Wald jetzt verlassen. Ja. Hier an dem Wasser sehen wir, glaube ich, dass man da ja fischen kann. Ja, man kann in dem Spiel fischen. Werden wir dann alles später noch machen. Zur Genüge. So, und über den Ladescreen wieder zurück. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Yep, hier, deswegen schickt man irgendwelche... Dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Kinderprügeln. Wenn ihr mehr Gold wollt, los, wendet euch an die zum Prügeln. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden. Es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Ich würde mal sagen... Ja, also wenn wir... Das machen, lassen wir die Kindheit hinter Kommt uns. Zu mir, wenn ihr nach dem da wollen wir lieber ein bisschen... Käfer, seht ihr müde aus? Auch die Gilde erkunden, ich weiß jetzt nicht genau. Kann man das... Nein, das Fernkampftraining kann man auch nicht machen. Also werden wir jetzt erstmal nach demjenigen suchen, der diese Äpfel hier haben will. Können wir eigentlich die Statuen, die Dinger kaputt machen und kriegen dafür... Erfahrung oder so? Nein, scheinbar nicht. Okay, schade. Dann, ja, die Kiste hier, braucht man Schlüssel dafür, 20, also braucht man diese 20 davon. Und die verbrauchen sich halt auch nicht, glaube ich. Bin ich mir auch unsicher, verdammt. Ja, und hier sehen wir auch ein ganz tolles Feature dieses Spiels. Türen. Dämonentüren. Um da durchzukommen, müssen wir irgendwas erfüllen. Euer Weg ist dunkel. Yep. Nur Licht offenbart ihn. Dazu weiß ich jetzt auch noch spontan die Lösung. Man braucht eine Fackel oder sowas. Ja, und wir haben halt auch Rätsel oder irgendeine möchte auch nur einen fetten Helden durchlassen. Also man kann in dem Spiel auch dann, je nachdem was man isst und was man macht, fett oder dünn werden oder auch muskulös, wenn man viel trainiert. Also das ist wie im echten Leben. Geht man ja auch mal vor die Haustür ein paar Monster dreschen. So. Hier. Oh, hier.
Hier liegt Delve, eine der mächtigsten... Achso, Delve. Eine der einst die mächtigste Zauberin Albions. Oder Albions. Obwohl sie den größten Teil ihres Lebens eigennützig und mit dem Quälen anderer verbrachte, bereute sie später und gab ihr verheerende Kräfte zum Wohl der Gilde auf. Yep, toll gemacht. Wen haben wir hier? Hier ruhen die sterblichen Überreste von Holdr, dem großen Krieger, der den letzten Drachen Albions zähmte und auf ihm in unzählige Schlachten ritt. Als Befehlshaber der Drachenritter wachte er über alle Männer und Frauen in den südlichen Ländern. Was hast du uns zu erzählen? Es gab auch einen Hellen, denn den würde ich anzulegen. Ja, dazu später mehr, wenn das das wirklich ist, das kommt. Hier noch ein paar Statuen, die relativ realistisch aussehen sogar. Hier sind die Überreste von Solkius begraben, jedem legendären Magier, der sein eigenes Leben opferte, während er seinen größten Zauber wirkte, um einen Wirbel zu schließen, der Bowerstone aufsaugen drohte. Ja, Bowerstone, auch ein Dorf, wo wir noch hinkommen. Und wenn das dieses Dorf ist, in das wir als nächstes kommen, werden wir da auch sehr häufig hin zurückkehren. So. Aber wegen Äpfel gab es irgendwas. Lunge hier nicht rum, Kleiner. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr was. Ja, wahrscheinlich irre ich mich. Und ich würde mal sagen, wir werden dann jetzt noch in dieser Folge zum Gildenmeister hinlaufen. Aha, ein neuer Held wird ausgebildet. Wir können jeden Helden brauchen. Was machen die? Egal. Oder war das hier mit denen? Ende der Woche muss ich dem Gildenmeister einen Apfelkuchen backen. Das war das hier. Aber ich finde keine roten Äpfel. Wenn ihr genügend findet, bringt sie bitte. Ja, wie viele will sie denn? Danke. Recht herzlichen Dank. Hier. Und wir kriegen einen Blaubeerkuchen. Tolle Quest. Oh, ja, gut. Ist hier noch irgendwas? Also andere Rekruten müssen hier scheinbar auf Holzbrettern schlafen. Also wir haben es schon relativ gut. Aber egal, denn jetzt werden wir zum Gildenmeister zurückkehren und in der nächsten Folge dann unsere Ausbildung vielleicht sogar abschließen. Sicher bin ich mir dann nicht. Auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ja doch, werden wir noch jung sein, aber danach nicht mehr. Nach dem Kampf also. Gegen die Käfer seht ihr müde aus. Toll, soll das ein Lob sein, oder? Egal. Bis zum nächsten Mal. Nach dem Kampf Ciao. Gegen die Käfer